Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Diesmal geht's um Ghost of Tsushima, und zwar die Iki-Erweiterung und die PS5-Version. Ich habe die Iki-Erweiterung mit euch im Stream ja durchgespielt, die Story und viele Nebenmissionen. Die werden auch hier auf YouTube veröffentlicht demnächst, nach diesem Video. Wahrscheinlich dann so jeden Tag abends um 20:15 dann oder so. Müssen wir mal gucken. Aber ich will euch gerne noch ein bisschen was präsentieren. Also ich werde hier jetzt zur Story werde ich jetzt nicht viel spoilern. Ich gehe jetzt nur auf Grafik, Sound ein und ja, Gameplay, also wie sich steuert, alle drum und dran. Ich werde euch auch die Landkarte zeigen. Das wird ein kleiner Spoiler. Also ihr werdet jetzt bei mir auch die Landkarte sehen von Iki. Also da müsstet ihr dann halt wahrscheinlich ein paar Sekunden skippen, wenn ihr die nicht sehen wollt. Wir starten erstmal. So. Und wie gesagt, das ist die PS5-Version. Wir kriegen auch wieder neue Rüstungen. Na gut, das kann ich euch ja verraten hier. Zum Beispiel hier haben wir so eine God of War Rüstung, die nennt sich Sparta. Das sind so Easter Egg Rüstungen, nennen die sich. Da findet man, an Schreien kann man die bekommen. Da sind auch noch andere mit bei. Also ich will euch nicht zu viel spoilern. Ah, könnt ihr mal ein bisschen Grafik sehen. Die Grafik ist unfassbar geil. Also zur PS4-Version, also ich habe sie auf der PS4 Pro gespielt, ist hier nochmal ordentlich eine Schippe drauf. Hier kommen. Die Steuerung ist genauso wie vorher. Geht auch flüssig von der Hand. Ihr könnt das mal so sehen, die Rüstung, bisschen, mit ein bisschen Licht. Der Sound ist geil. Ihr könnt eure Fähigkeiten auch wieder erweitern. Ihr kriegt, glaube ich, 3 neue Bälle oder so. Und das ist halt die ganze Landkarte. Also ich bin jetzt komplett fertig. Also ich habe hier in Iki alle Hauptmissionen, alle Nebenmissionen habe ich gemacht. Das Einzige, was ich jetzt hier noch offen habe, sind halt diese Bogenschießherausforderungen. Die muss ich noch fertig kriegen. Aber sonst habe ich alles gemacht. Und halt noch Blumen sammeln und so, dass ich dann halt hier noch ein paar Farben kriege für meine Rüstung und so was alles. Wir werden mal in eine andere Region gehen, damit wir uns... Ich werde mal durch so ein paar Regionen durchgehen, dass ihr so ein bisschen Grafik sehen könnt. Hier ist jetzt so ein Schrein zum Beispiel. Da muss man dann Tiere anlocken, indem man flötet. Man kann hier auch die streicheln. Also ich höre jetzt vom Sound leider momentan nichts. Ich hoffe, ihr hört was. Na gut, ich bin ja auch gerade von mir höher ein bisschen eingeschränkt. Ich höre momentan ganz wenig. Also auf links, also rechts tue ich gar nichts und auf links wenig, sehr wenig. Da könnt ihr jetzt Wasser sehen zum Beispiel und Berge. Und ein bisschen Qualm. Und dann gehen wir noch mal hier hin zum Beispiel. Hier haben wir dann auch wieder, da ist so eine Bogenschießherausforderung. Hier haben wir Blumen. Und eine Waldregion. Wir können auch wieder unser Pferd rufen. Oh ne, falsche Taste. Oh. Wir haben jetzt auch eine neue Attacke mit dem Pferd. Funktioniert alles wunderbar. Also da haben sie sich was Tolles einfallen lassen. Ach ja, mal wieder plündern. Also ein Schiffsfriedhof.
machen wir noch. Und zwar ich sagen, dann hier hin. Hier auch wieder eine alte Festung, die überwuchert ist. Auch hier führt uns wieder der Wind. Hier sind jetzt Katzen zum Beispiel, die wir streicheln können. Ich finde das mit der überwucherten Festung und an der Küste finde ich halt richtig geil. Aber ich mache mal so, damit wir so ein bisschen die Festung sehen können. Also es ist wirklich, wirklich gelungen, absolut geil. Das einzige Negative an Iki ist, dass ich schon durch bin. Muss ich so sagen. Das ist wirklich, die Steuerung geht flüssig von der Hand. Wenn man eins schon, also den Hauptteil schon gespielt hat, kommt man ganz schnell wieder rein. Ist alles so wie vorher auch, bloß halt so ein paar Neuerungen mit dem Flöte spielen zum Beispiel, wenn man jetzt so an einem Schreien ist. Wir haben auch wieder Haikus schreiben, wir haben auch wieder Quellen, wir haben auch Lager befreien. Die ganze Story ist wieder wie im Hauptspiel wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Und selbst die Nebenstories, wo man sagt, ja, ist halt Nebenstory, ist, aber selbst die sind sehr gut gemacht. Also zwischen den Charakteren und das Interagieren mit uns selbst und auch das, was dahinter steckt und was so erzählt wird. Es ist wirklich, ach, jetzt kriegen wir gerade Sonnenuntergang. Es ist wirklich unfassbar geil gemacht. Also nicht nur die Hauptstory, alles komplett. Das ganze Paket gefällt mir. Ich bin rundum glücklich. Und als eingeschweißter Assassin's Creed-Fan wurde auch während des Streams die ganze Zeit gefragt, was ich besser finde, Assassin's Creed Valhalla oder Ghost of Tsushima. Und ich muss sagen, Ghost of Tsushima. Ja, definitiv, weil Valhalla hat viele Kinderkrankheiten und einige Sachen stimmen da nicht so, was mir nicht so gefallen hat und die Story so ein bisschen zäh und hier nicht. Hier ist wirklich Story flüssig hintereinander weg, wenn man möchte. Man kann sich auch sagen, ach, ich mache jetzt erstmal Nebenmission oder zwischendurch. Und man verliert trotzdem nicht so den Hang, den Bezug zur Hauptstory. Weil die Mongolen sind ja hier die ganze Zeit und immer irgendwo kommt ein kurzes Lager und man, oh ja, stimmt, war ja noch und so. Also es ist wirklich. Auch mit diesen Halluzinationen, die wir hier haben. Ich will nicht zu viel verraten von der Story. Ja, das werdet ihr alle dennoch erfahren. So also ein bisschen habt ihr ja schon durch die Trailer gesehen und so. Wirklich unfassbar geil. Und die Grafik ist einfach der Hammer. Wir können hier nochmal, wo können wir denn noch hin? Können wir hier mal hinstellen? Ich mache einfach mal ein paar Schnellreisen, damit ihr so ein bisschen Landschaft seht. Hier ist ja zum Beispiel so ein Lager. Auch die Gesichter und wenn wir uns unterhalten, wirklich alle lippensynchron. Kann ja mal gucken, wenn wir den hier anquatschen. Ich könnte haben, was ihr braucht. Neue Hüte haben wir jetzt zum Beispiel. Ja, hier brauche ich jetzt zum Beispiel 25 Blumen. Habe ich alles schon im Besitz, also mir fehlt halt nicht mehr so viel. Ich brauche halt viele Blumen. Ich gehe gleich mal zu so einem Hauptlager. So. Da hinten ist das Wasser, neblig. Auch die Rüstung, seht ihr, wie sie teilweise ein bisschen glänzt und so? Und die Lichteffekte. Ich finde es unfassbar geil. Ich kann nur dazu raten. So, gehen wir nochmal hier in die Stadt.
Seid gegrüßt, mein Herr. Kenji, was macht ihr denn hier? Hier gibt es keinen Kenji. Ich bin untergetaucht. Wenn bestimmte Leute wüssten, wo ich bin, wäre ich längst tot. Alte Bekannte, seht ihr ja, sind auch wieder da. Kenji zum Beispiel. Wenn das erste Schiff nach Tsushima fährt. Bin ich der Erste an Bord. Glaubt mir. Hier ist einfach mal so ein bisschen langsam durch. Was mir nicht so gefällt, ist aber nur ein ganz kleiner Kritikpunkt bei Rüstung, Schwert und Bogen. Also, ja, wir können nichts machen. Ich habe die Hauptstory ja schon durch und habe mein Schwert in der Hauptstory komplett ausgebaut und auch Bogen, also beide Schwerter und beide Bögen. Ich bin bereit. Ja, und Rüstung natürlich auch. Also ich habe hier, ehrlich gesagt, nichts mehr, was ich verbessern kann. Ich habe gedacht, dass man hier vielleicht bei der Geistrüstung nochmal irgendwie was draufpackt oder so. Eure Rüstung testet meinen Stahl an einem Mongolenhals. Schwert ist komplett verbessert, Kleine ist komplett verbessert. Und auch beim Bogen. Ich kerbe euren Bogen ein. So, hier, den haben wir auch komplett aufgewertet. Hier auch komplett aufgewertet. Ja, also, ist halt leider jetzt nicht so dazu gekommen. Wir kriegen jetzt, gehen wir hier so ins Wasser. Wir kriegen jetzt eine Rüstung für das Pferd, was sehr geil aussieht. Hier, das ist auch so ein Wettkampf, den kann man auch mitmachen, wenn man möchte. So. Wir kriegen eine Rüstung fürs Pferd, was sehr geil aussieht. Wir kriegen auch im Laufe der Story durch, ich weiß gar nicht, was eine Hauptmission oder eine Mission. Bin ich mir jetzt so nicht so sicher. Kriegen wir auch Satteltaschen und können zum Beispiel, wenn wir jetzt voll sind mit Waffen, also was weiß ich, Giftpfeile, Pfeile und so was alles, können wir, oder Rauchbomben und so, können wir die in die Satteltasche vom Pferd packen und haben dann halt für schlechte Zeiten, brauchen dann halt nicht wieder ewig Pflanzen suchen für Giftpfeile und so, weil wir wissen, wir haben in der Satteltasche noch welche und können uns die dann rausholen. So, mein Pferd. Da ist mein Pferd. So, seht ihr das? Da ist ja der Punkt zum Aufsteigen und hier haben wir jetzt die Rüstung vom Pferd. Die können wir auch farblich anpassen. Und wenn wir jetzt hier aufsteigen, und dann können wir... Man wird jetzt gerade nicht angezeigt. Warum wird das nicht angezeigt? Ich will endlich wieder im See stehen. Vorführeffekt, vielleicht habe ich nicht genug. Bei den Samurai oder im Pferd gerade was leer. Uns erwartet. Würde dieser Adlerstamm so herumstolzieren wie Sie? Ihr hört doch zwischendurch immer wieder hier Leute reden. Also ich höre sie jetzt nicht. Wo ist der Unterschied? Aber ich glaube, die reden hier. Häuser brennen so oder so. Da hört man dann auch immer noch irgendwie Geschichten oder Sachen, die uns auf irgendwelche Sachen hinweisen. Oder wenn wir Leute befreien, natürlich sagen so, oh hier, ich habe da hinten jemanden gesehen, der ist in Not oder da machen die Mongolen irgendwas und das ist dann so ein kleiner Hinweis für eine Nebenmission. Ach, hier sind doch Mongolen, da können wir gleich noch ein bisschen kämpfen. Chiharu! Ah, hier
kommen jetzt Rebellen. In einigen Regionen, weil man eine Nebenmission gemacht hat, kriegt man dann auch irgendwelche Rebellen dazu. Da sagt er dann halt irgendwas zu denen. Kommt immer drauf an. Ihr habt sie direkt in unseren Hinterhalt geführt. Ein willkommener Anblick. Wir schicken die Eindringlinge nach Hause. Ganz wie die Samurai. Das hoffe ich. Und dann können wir die nicht jetzt befreien. Hier! Alles wird wieder gut. Zum Glück seid ihr gekommen. Ihr seid sicher. Bitte, nehmt dieses kleine Geschenk. Da kriegen wir halt das Hex. Hase, los, komm! Bist ein braver Junge. Jetzt könnt ihr selber sehen, wie geil das aussieht. Oh, habt ihr einen Blitz da hinten gesehen? Junge. Es ist einfach unfassbar geil. Und ich finde, ich finde es schade, dass kein DLC weiterkommt. Aber ich hoffe, dass noch ein DLC kommt. Den komischen Legenden-Modus, den habe ich auf der PS4 noch nicht gespielt und auf der PS5 auch noch nicht. Dazu kann ich noch nichts sagen. Den werde ich demnächst dann irgendwann mal testen. Aber erst muss man in die Höhe wieder sein, weil das werde ich wahrscheinlich mit ein paar Leuten testen. Und ja, bringt mir eine schwere Headset auf habe und die Leute nicht höre. Deswegen kann ich das momentan noch nicht testen. Hier ist so eine Bogenherausforderung. Da ist Feuer da hinten. Ach, da sind nochmal Mongolen. Ich zeige euch jetzt einfach mal den Angriff, den wir haben. So. Mit dem Pferd habt ihr gesehen. Da kann man dann reinreiten in die Masse. Sehen könnt. Da sind schon wieder Mongolen, da kommen die mal ohne Platz. Falsche Taste. Frau Icky.
Na, komm. Ich denke mal so, das ist ein schönes Bild zum Abschluss. Wie gesagt, ich bin wunschlos glücklich. Ich finde das Spiel mega geil. Story, Grafik, die Computergegner, die NPCs, alle drum und dran. Ich habe auch nicht so wie bei manchen Spielen, dass der Computergegner manchmal ein bisschen doof ist und in die Wand rennt und du dann einfach von hinten auf den einschlagen kannst oder so. Das ist nicht. Man hat schon mit denen zu tun, man muss viel mit Deckung arbeiten, was ja sonst gar nicht so mein Teil ist. Also ich gehe ja einfach rinne eine Schlacht und so, aber hier muss man halt, sonst hat man hier keine Chance. Am Anfang, wenn man nach Iki kommt, ist halt auch, kommt man sich auch ein bisschen unterpowered vor und die alle overpowered und das gleicht sich dann nach und nach eigentlich sehr gut aus. Es kann aber auch sein, dass es mir nur so vorkam, weil ich habe so eigentlich ziemlich genau ein Jahr her ist es, wo ich das Hauptspiel platinisiert habe und danach habe ich es ja nicht mehr großartig gespielt. Also ein Jahr lang nicht gespielt und dann muss man dann erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Aber das war dann eigentlich auch ruckizucki erledigt. Ja. Und wie gesagt, das Einzige, was ich sehr schade finde, ist, dass das Iki jetzt schon vorbei ist. Dass es halt nicht... es war schon groß. Ich weiß nicht, wie viele Tage habe ich gespielt? 4 oder 5 Tage. Um komplett durch zu sein mit der Story und Nebenmissionen und alle Sammelobjekte, was ich da... Die wollte ich auch unbedingt haben. Vor allem die Easter Egg-Rüstung und sowas alles. Also ich bin geflasht und gleichzeitig traurig, dass ich durch bin. Das ist meine Meinung. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zu Iki zeigen. Ich wollte jetzt halt nur noch mal 4K hochladen mit HDR, damit da wirklich so dicht wie möglich an meinem Gameplay-Erlebnis dran seid, weil die von Twitch, die ich rüberschicke, die sind halt nur 720p von Twitch. Leider, obwohl ich in 1080p gestreamt habe. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch dafür mit viel Spaß, für die, die es noch nicht gesehen haben. Einige haben es ja im Livestream bei Twitch mit mir verfolgt. Aber es gibt auch halt noch einige, die nicht gesehen haben. Ja. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt zu Ghost of Tsushima oder zur Erweiterung von Iki, einfach in die Kommentare posten. Und ich werde mein Bestmögliches tun, euch die Fragen zu beantworten. Hier wollte ich euch halt, wie gesagt, nur noch ein bisschen Grafik zeigen und noch kurz ein Statement abgeben, ob es mir gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ich habe, wie gesagt, die PS5-Erweiterung erst geholt und dann halt diese Dingsbums. Also, oder nee, ich habe glaube gleich Director's Cut für PS5 geholt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist schon so lange her wieder. Ihr könnt natürlich Director's Cut einfach so holen für die PS4. Wenn ihr für die PS4 schon habt, das Spiel, kostet 20 Euro. Wenn ihr für die PS5 das Hauptspiel haben wollt, müsst ihr 10 Euro bezahlen. Zusätzlich 20 Euro für die Iggy-Erweiterung. Ja, oder ihr macht gleich hier Director's Cut PS5-Version. Um die 30 Euro. Also das praktisch die 10 Euro PS5-Version plus die Iggy-Erweiterung. Wenn ihr PS4 schon Platin habt, ihr braucht nur im Spiel reingehen. Auch noch schnell kurz erwähnt. Titelbildschirm. So. Ihr müsst euer Savegame natürlich auf der PS5 haben von Ghost of Tsushima. Das ladet ihr euch einfach aus der Cloud runter. Und dann geht da ein so, PS4-Konsolenspielstand übertragen. Also Speicherstand übertragen. Da geht er einfach drauf, dann wählt er den Speicherstand aus. So. Und hier seht ihr ja, 2021 sind jetzt die aktuellen gerade. Aha, also ich habe... Ja, automatisch speichern, PS4. Und die nehmt ihr euch einfach und dann startet das Spiel, stellt euch in irgendeine Ecke, also geht auf Fortsetzen
Stellt euch irgendwo in die Ecke und wartet, bis die Trophäen kommen. Die kommen dann alle nach und nach und nach und ding, 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 ding. Und dann habt ihr da auch gleich Platin für die PS5-Version aktiviert. So. Achso, jetzt bin ich ja raus hier. Aber ihr seht ja auch die schnellen Ladezeiten. So, nichtsdestotrotz verabschiede ich mich jetzt. Wie gesagt, Däumchen werden Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich wollte euch nur, wie gesagt, ein bisschen 4K-Material zeigen, damit ihr da so nah wie möglich an meinem dran seid und halt nochmal kundtun, dass es mir halt mega, 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 mega gefallen hat. Ich will euch halt nicht zu viel spoilern. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel gespoilert. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Seid euer Odin.